Fürchte dich nicht vor dem, was kommt, denn Jesus lässt dich nicht alleine. Kennst du den Namen Jesus schon? Jesus, wenn nicht, sein. Er ruft dich heute bei deinem Namen. Denn Jesus lässt dich nicht alleine. Ja, bei deinem Namen. Amen. Yo. O Herr, wir wollen dich loben, ja loben. O Herr, ja, wir wollen dich preisen. Preise, oh Herr. Wir schauen uns um in dieser Welt. Um uns rum gibt's so viele Heiden. Viele Heiden. Schauen uns um, ja, was wir dort sehen. Wir können es nicht verstehen. Ja, diese kranke Welt wird bald, ja, bald untergehen. Aus der Heiligen Schrift, Petrus 1, Vers 3. Lebendige Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Sehen wir noch, wann die Mauern fallen, oder holst du uns vorweg aus dieser kranken, verlorenen Welt? Dann sind wir oben bei dir und können fliegen, denn bei dir sind wir sicher. Schauen von oben hinab und sehen die Trümmer und wie alles in Schutt und Asche wird liegen. Fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Fürchte dich nicht. Jesus lässt dich nicht allein. Jesus Christus lässt dich nicht allein. Geh deinen Weg mit ihm. Noch ist die Gnadentür offen. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, an ihm deine Herrschaft für dein Leben übergeben hast, gib ihm dein Leben. Wirst du leben, ja, leben in Ewigkeit. Ewigkeit. Denn der Tod hat keine Macht mehr über dich. Denn Jesus Christus, Ewigkeit, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben. Ja. Freu dich, wenn du auch vom Neuen geboren bist. Denn deine Sünden wurden dir von ihm, Jesus Christus, vergeben. Du bist reingewaschen durch sein Blut. Ja, für sein dich Blut wird alles gut. Alles gut. Alles wird gut. Glaub nicht, dass du ohne ihn bestehst. Komm, er liebt dich. Jesus liebt dich. Nimm ihn an. Noch ist Gnadenzeit. Jesus liebt dich. Nimm ihn an.